willkommen zu den News heute am Mittwoch und das sind die Themen. Assassin's Creed Dead Kings hat jetzt einen Release-Termin spediert bekommen. Uncharted 4, ganz viele neue Informationen. Lucius 2, neue Bilder und die PlayStation 4 hat sich sehr gut verkauft. Das jetzt gleich in den News. Während der letzten PlayStation Experience in Las Vegas wurde uns ja ein 15-minütiges Gameplay-Video zu Uncharted 4 gezeigt und jetzt gibt es neue Informationen, denn Game Informer wird in der Februar-Ausgabe Uncharted 4, das Action-Adventure von Naughty Dog, als Cover-Story haben und die waren auch vor Ort und haben ganz viele neue Informationen mitgebracht. Unter anderem haben sie natürlich auch diese 15 Minuten nochmal gesehen und darüber hinaus auch noch neue Szenen. Deswegen ganz viele neue Informationen und ich will euch diese Informationsflut jetzt einfach mal versuchen, so ein wenig näher zu bringen. Ansonsten, was ich jetzt nicht erzähle, könnt ihr euch dann gerne bei PlayNation in der jeweiligen News nachlesen. Uncharted 4 wird 3 Jahre nach Uncharted 3 Drake's Deception spielen und Nathans Leben hat sich relativ stark oder maßgeblich verändert, denn er ist mit Elena zusammen, die werden wahrscheinlich alle kennen, die anderen Teile auch gespielt haben. Und er muss sich auch, wie Game Informer berichtet, diversen Konflikten stellen. Unter anderem sieht er seinen 4 Jahre älteren Bruder Sam wieder, den er eigentlich für tot geglaubt hat. Und das ist auch der Grund, weshalb er wieder mit der Schatzsuche und mit seinem alten Leben weitermacht. Weil eigentlich hat er die Schatzsuche und so ja, nach hinten geschoben und möchte sich eigentlich lieber mit Elena ein schönes Leben machen. Und ja, die Schatzsuche führt ihn oder für die beiden, also Sam und Nathan, nach Libertalia, eine mythische Madagaskar-Kolonie, welche angeblich durch Piraten begründet worden ist. Auf jeden Fall sehr interessant, wie Naughty Dog aber nochmal betont hat, wird das nicht der einzige Schauplatz sein, sondern man wird auch noch woanders herumlaufen und herumlungern dürfen und Schätze suchen können. Das KI-System wurde auch nochmal überarbeitet und das kann man jetzt ein bisschen mit The Last of Us vergleichen, beziehungsweise Sam kann man ein bisschen mit Ellie vergleichen. Er wird uns dann, genau wie Ellie in The Last of Us, unterstützen, in brenzligen Situationen unter die Arme greifen. Und das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich könnte mir sogar einen Koop-Modus sehr gut vorstellen. Aber ich glaube nicht, dass ein Koop-Modus kommen wird. Aber es wäre auf jeden Fall eine richtig coole Sache. Und was die beiden Direktoren von Naughty Dog, Neil Druckmann und Bruce Straley, jetzt auch nochmal betont haben, was viele befürchtet haben im Vorfeld, dass Uncharted 4 sehr düster wird. Soll nicht der Fall sein. Es soll natürlich auch wieder lustig werden, weil Nathan Drake hat natürlich immer passende, lustige Sprüche auf den Lippen und ja, soll nicht zu düster werden. Finde ich sehr cool, dass man diesen Stil wieder beibehalten wird. Einen Multiplayer-Modus gibt es auch wieder, wie in Uncharted 2 und 3. Also da kann man dann wieder zum Beispiel gegen andere menschliche Mitspieler ins Feld ziehen und ja, als Release weiß man noch nicht wirklich, ist unklar. Klar ist eigentlich nur, dass Uncharted 4 für die PlayStation 4 exklusiv erscheinen wird. Wann, kann ich euch nicht sagen. Ich guck mal in meine Kugel. Und wir machen einfach weiter mit der riesigen Informationsflut, denn ich habe ganz viele neue Informationen zu Dead Kings. Für die Leute, die sich jetzt fragen, Dead Kings, ich habe keine Ahnung, was das ist. Ich muss nochmal ein bisschen ausholen, aber für die Leute, die meine News regelmäßig gucken, die wissen das wahrscheinlich sowieso. Oder für die Leute, die Unity, also Assassin's Creed Unity gespielt haben, die werden das jetzt auch wissen, denn der Launch von Assassin's Creed Unity ist ja nicht unbedingt so ganz gut verlaufen, deswegen bekommen alle Spieler kostenlos die Erweiterung Dead Kings umsonst dazu. Das ist auf jeden Fall ganz cool und jetzt ist auch der Release-Termin eingegrenzt worden und zwar erscheint Dead Kings für PC und Xbox One am 13. Januar und PS4-Besitzer müssen sich noch einen Tag länger gedulden. Insgesamt spielt die ganze Kampagne oder die ganze Erweiterung nicht mehr in Paris, sondern nach den Geschehnissen der Kampagne von Unity in Saint-Denis im Jahre 1794, natürlich wieder mit Anno. Saint-Denis ist eine mysteriöse Stadt, in der die Gräber der verstorbenen französischen Könige beherbergt werden. Also sehr interessant und auch, wie Ubisoft gesagt hat, sehr düster, noch düsterer als Uncharted 4. Und es wird auch ganz viele neue Sachen geben, unter anderem eine Guillotinenflinte. Ich weiß noch nicht ganz, wie ich mir das vorstellen kann. Ich kann es mir gar nicht vorstellen. Wird es auf jeden Fall geben. Dann noch ganz viele andere neue Sachen. Deswegen habe ich auch übrigens diesen Zettel hier in der Hand, weil ich mir das gar nicht alles so merken kann. Unter anderem neue Gegner.
Open-World-Aktivitäten, Rätsel, Nebenmissionen, mysteriöse Mordfälle, kooperative Mehrspieler-Missionen. Also es gibt neue Koop-Missionen, da könnt ihr euch auf jeden Fall freuen, denn die haben auf jeden Fall Spaß gemacht. Dann neue Waffen, neue Outfits und Ausrüstungsgegenstände sind auch wieder ganz viele neue mit dabei. Und ich würde sagen, ja, am 13. geht es dann los. Ich werde es auf jeden Fall mal anspielen. Schreibt doch mal in die Kommentare, was ihr davon so haltet. Nach der ganzen Informationsflut kommen wir jetzt zu einem Titel, der mir wirklich sehr wichtig ist und den ich lange begleitet habe, denn das ist der Titel, den ich als allererstes Let's Played habe und alle Let's Player unter euch werden das wissen, der Titel, den man als erstes Let's Played hat, den wird man wahrscheinlich nie wieder vergessen. Und zwar ist die Rede von Lucius, Son of the Devil, ein Action-Adventure von dem Indie-Entwickler Shiver Games. Da spielt man den kleinen Lucius, ich weiß gar nicht, wie alt er da ist, ich glaube 6 Jahre oder noch ein bisschen älter. Und er ist tatsächlich der Sohn des Teufels, ein Satansbraten. Und er läuft durch sein Anwesen oder durch das Anwesen seiner Familie und tötet nach und nach die Bediensteten und seine eigene Familie, natürlich durch schreckliche Unfälle. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und vor einigen Monaten hat Shiver Games dann auch den zweiten Teil Lucius 2 The Prophecy angekündigt. Der erste Teil ist übrigens mittlerweile auf dem Index gelandet, trotzdem hat der Indie-Entwickler mehr als 100.000 Exemplare von dem ersten Teil verkauft. Das ist auf jeden Fall sehr cool, deswegen wird es wahrscheinlich auch einen zweiten geben, der wahrscheinlich aber auch wieder auf dem Index landen wird. Trotzdem werde ich mal schauen, ob ich den spielen werde. Jetzt sind auch neue Screenshots auf der offiziellen Facebook-Seite von Shiver Games gelandet. Die könnt ihr euch mal hier angucken. Die sind auf jeden Fall ganz interessant. Wann der Titel erscheint, das kann ich euch leider noch gar nicht sagen. Auf jeden Fall werden wir uns in einer Anstalt wiederfinden als Lucius und da werden wir natürlich mit unseren Fähigkeiten auch wieder Tod und Verderben über die Menschheit bringen. Und ich freue mich einfach, dass ich einfach mal wieder richtig böse sein kann. Vor allem Sony dürfte sich über die nachfolgende Meldung schon sehr freuen und das ist ja auch vollkommen in Ordnung, denn das sind schon beeindruckende Zahlen. Insgesamt hat sich die PlayStation 4 seit seiner Enthüllung vor ungefähr einem Jahr weltweit mehr als 18 Millionen Mal verkauft. Alleine zum Weihnachtsgeschäft 2014 wurden mehr als 4,1 Millionen Exemplare der PS4 verkauft. Und weitere interessante Zahlen: 10,9 Millionen aktive Nutzer nutzen jeden Monat PlayStation Plus und zahlen da brav ihre Gebühren. Also ich kann da nur sagen, Respekt Sony und wirklich beeindruckend. Damit hätten wir dann auch die Mitte der Woche erfolgreich überstanden. Eure Meinung natürlich wie immer gerne unterhalb des Videos in die Kommentare. Einen schönen Tag noch und bis zu den nächsten News. Mehr als die PlayStation 4 hat sich seit seiner Enthüllung vor ungefähr einem Jahr. Nach der ganzen Informationsflug. Informationsflug.